Ein weiteres absolut legendäres Match haben wir bei WrestleMania 13 erlebt. Bret the Hitman Hart gegen Stone Cold Steve Austin. Das Match, das die New Generation für heute abschließen wird. Die Rivalität zwischen Bret Hart und Stone Cold Steve Austin begann, nachdem Austin 1996 das King of the Ring Turnier gewonnen hat. Hart, der zu dieser Zeit wegen Verletzungen nicht aktiv war, musste hasserfüllte Beleidigungen von The Texas Rattlesnake über sich ergehen lassen. Im Oktober 96 kehrte Hart in den Ring zurück und beantwortete Austins Beleidigung, was ihre Rivalität nur noch verschärfte. Die beiden polarisierenden Superstars traten bei der Survivor Series 96 gegeneinander an, bei der Hart Austin besiegte. 97 beim Royal Rumble hatte Hart Austin eliminiert, aber die Offiziellen bemerkten es nicht. Austin mischte sich später ein und eliminierte Hart. Ihre Rivalität hatte den Siedepunkt erreicht und Hart und Austin bekamen überein in einem Submission-Match ohne Disqualifikation bei WrestleMania 13 gegeneinander anzutreten. Imagine that for over a decade, you have fought to reach the pinnacle of your profession. Then you walk away. When you return 6 months later, nothing is the same. I've been screwed by Shawn Michaels. I've been screwed by Stone Cold Steve Austin. You scratch my back and I'll stab yours. There is no respect. Everybody in that dressing room knows that I'm the best there is, the best there was, and the best there ever will be. Even your fans have changed. At the heart of this change is a man that spits in the face of your every accomplishment. Ever since you came back, you ain't done nothing but cry. He has attacked you physically and verbally. If you put the letter S in front of Hitman, you've had my exact opinion of Bret Hart. This man mocks your legacy. Bret Hart on his best day. Can't lace my boots. I will beat the hell out of Bret. And that's the bottom line. Injustice after injustice has forced you to snap. Frustrated isn't a word for it. Now the finger is pointed at you. You're the one who's changed. He snapped, McMahon. They say your ego is your enemy. There is only one solution. You must make Austin beg for mercy. But what if Stone Cold Steve Austin wins? What becomes of Bret Hitman Hart then? So schnell kann es gehen. Wir müssen das Match natürlich durch Submission gewinnen, reduzieren aus innerhalb des Rings auf ein geringes Maß. Okay. The following contest is the Submission Match from Victoria, Texas, weighing 252 pounds. Stone Cold Steve Austin. Listen to this crowd. Listen to this response. Nothing fancy about this man. You talk about in your face, that's who Stone Cold Steve Austin is. A lot of people say he's the most dangerous man in the world. Steve Austin says there isn't a human being walking the face of the earth that can make him quit. And I believe Austin. Für Bret Hart heißt es also, die Ehre wiederher... Was ist Körperteil anvisieren? Am Kopfanzug? Muss ich irgendwas... Außerhalb des Rings? Warum denn außerhalb des Rings? Okay. Ja, Ehre wiederherstellen heißt es für Bret Hitman Hart. Und es ist tatsächlich ein Match,
um den es nicht um den Titel geht. Also was halt, also ne, für uns jetzt hier Main Event technisch. Ich frage mich jetzt, wie wir es schaffen werden. Hallo, ich muss doch Austin bearbeiten. Außerhalb des Rings innerhalb von 2 Minuten auf ein geringes Maß. Also viel Zeit habe ich dann wohl nicht. Ich hoffe, das wird mir gelingen. German Suplex! Eigentlich sollte das doch sogar hinhauen. Aber es ist ganz schön knapp vom Zeitlimit her. Vor allem, weil ich nicht kontern kann. Schon mal ein guter Ansatz. Und Back Suplex hinterher. Jawohl, das sind die Aktionen, die ich sehen will. Und das sind Aktionen, die definitiv ein Stone Cold Steve Austin schaden. Und ja, ist das erste Mal ein Submission Match jetzt hier. Das heißt, wir werden natürlich versuchen, mit dem Sharpshooter zu gewinnen. Das versteht sich wohl von selbst. 44 Sekunden habe ich noch. Das ist nicht mehr allzu viel Zeit. Ich hoffe, dass Steve Austin nicht mehr allzu viel kontern wird. Ansonsten sehe ich schwarz für mich. Das ist natürlich schon geil, dass es zum allerersten Mal alle, ja genau, alle WrestleMania Arenas geben wird hier in diesem Spiel. Ja, ich bin schon gelb. Also ich bin der Meinung, ich hätte ein bisschen mehr Aktion gezeigt. Ist doch eigentlich NoDQ. Ich kann doch eigentlich machen, was ich will. Fällt mir gerade ein. Ja, jetzt kassiert der Piledriver oder was? Na super. Jo, das schaffe ich schon gar nicht mehr. Das heißt, das historische Ziel. Jo, das kann ich vergessen, das kann ich gleich neu starten. Das war nix. Das macht allerdings auch nichts, denn jetzt, wo mir eingefallen ist, dass das ja hier NoDQ ist, kann ich ja. Er hatte mir gerade beim Rausrollen Schaden zugefügt. Ja, instant rot, oder? Oh, Austin, come on. Nicht wieder in den Ring. Wow, okay, dass das Bret Hart zeigt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mann, jetzt gib mir doch den scheiß Stuhl. Oh, Austin, wirklich? Komm, halt einfach mal. Oh, ich hasse. Ich habe ja nichts gegen Konter, ne? Aber wenn sie in so einer Story-Geschichte sind, wo ich innerhalb von wenigen Minuten. Ja, genau. Ja, ja, Stone Cold, das ist die beste Idee. Oh mein Gott, ich dachte schon, er backt rum. Ich hole mir aber selbst noch was. So, Stuhl gegen Stuhl. Und wer gewinnt? Stone Cold natürlich. Oh, wirklich? Oh, komm schon. Ich habe die Chance. Oh, ich hab diesen scheiß Stuhl, Mann. Und jetzt, scheiß. Ach, der ist natürlich direkt kaputt. Voll aufs Knie, Mann. Nein, das darf er nicht kontern. Komm, ich muss den auf einen leichten Schaden kriegen. Jetzt hat er schön mit Anlauf. Komm, 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 komm. Bäm! Und er blutet. So stelle ich mir das vor. Dann bleibt zumindest auch schön originalgetreu. So, und jetzt noch. Oh, mit dem Hammer. Nein! Mann, ich hab nur noch 60 Sekunden. Komm, 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 komm. Oh, natürlich schafft das. Mann, 2 Minuten ist aber auch ein eckliches Zeitfenster, Mann. Yes, yes, der Konter war's. Der Konter war's, Mann. Der Konter war's. Oh, ich brauche einen neuen Stuhl. Bam, jawoll. Und da ist jetzt auch schon schön das Blut am Stuhl. So. Damit kann ich leben, jawoll. Dann kriege ich so auch wenigstens schnell moderat. Ah, das muss wehtun. Moderaten Schaden hin. Hey, der konnte gar nicht. Finde ich ja richtig gut. Oh nein, das werde ich verhindern. Jawohl. Und auf den verdammten Sledgehammer. Ja, was ist los, Austin? Wieso sollst du den Schiri nicht hauen? Was holst du? Eine Mülltonne. Immer her damit. Quasi hier absolutes Extreme Rules. Ein Hardcore-Match. Kein No-DQ-Match. Nein, nicht wegnehmen. Das wäre meine Mülltonne. Oh, oh. Oh. Na, jetzt weiß ich, wie ich die kontern soll. Oh, jetzt wäre episch, wenn ich
Okay, Signature. Signature ist gut. Oh, wie geil wäre es, wenn ich das auf die Mülltonne gezeigt hätte. Egal, Schaden sollte moderat werden. Yes. Und jetzt kommt der Irish Whip in die Ringecke. Jawohl. Genau, und jetzt kommt nämlich dieser legendäre Figure 4 Leg Lock an dem Ringpfosten, den er damals gemacht hat. Und halt diesmal sogar legal, ne? Ja, man hat sich nämlich gesagt, dieser Mann, Stone Cold Steve Austin, egal was passiert, er wird niemals aufgeben. Wie wir natürlich wissen, Hybrid hat das Match aber trotzdem gewonnen. Wie kann das dann sein? Ich würde sagen, wir schauen uns das Match einfach zu Ende an. Wir schnappen uns nämlich jetzt hier die Ringglocke. Und dann kommt da Austin. Und dann laufe ich. Oh, und dann treffe. Oh, dann laufe ich in der Clothesline. Ja, das war ein bisschen zu früh. Das gebe ich natürlich gerne zu. Dann vielleicht jetzt. Da wieder zu früh. Und wieder in der Clothesline. Same shit. Oh, different day. Oh, warte mal ganz kurz. Jetzt geht gerade nicht. Oh. Oh, jetzt. Oh, jetzt muss ich dagegen ankämpfen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, jetzt, das ist meine Chance, komm. Nein, natürlich konnte der. Und BAM! So, füge Austins Beinen kritischen Schaden zu. Oh, nee, das sieht gar nicht gut aus. So, das heißt, ich darf jetzt erstmal hier schön viel mit den Beinen machen. Am besten wäre natürlich, wenn wir mal... Natürlich. Natürlich kontert er. Was nehmen wir denn? Ja. Irgendwas sollst du schon nehmen, Bret Hart. Wie oft soll ich noch X drücken? Oh, wirklich? Oh, das wäre natürlich übelst epic von mir hier. Ja, Schaden kritisch. Oh, reicht nicht, wenn es an den Beinen sein soll. Oh, Beine dauern immer so ewig zum Bearbeiten. Und ich muss das jetzt auch noch überleben. Na gut, ich müsste aufgeben, also ein Stunner wäre jetzt nicht ganz so schlimm. Komm, schnell. Komm. Das ist die Schon. Oh. Gut, hat nicht geklappt, egal. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt die Chance nutzen und jede Aktion auf die Beine erst mal machen, wieder ein Figure 4 Leg Lock. Boah, ich könnte ihn ja fast schon zur Aufgabe bringen. Aber das darf ich natürlich nicht. Das heißt, ich muss es etwas abklingen lassen. Aber so lange wie möglich halten. Ja, oh, sind ja schon... Ah, oh, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Oh, perfekt, perfekt. Schön gekontert. Nee. Okay, warte. Ah, oh, Einzugiri geht auch daneben. Okay, das ist richtig spannend. Stunner! Oh, fuck. Schön lizenzierte Mittelfinger. Ja, covern kann er halt nicht, ne? Das ist auch meine einzige Hoffnung. Und will er noch einen Stunner zeigen, wirklich? Oh, zu spät! Stunner Nummer 2! Fuck you! Oh, fuck. Oh, shit, aber jetzt könnte ich aufgeben. Nee. Dafür hat er mich noch nicht genug bearbeitet. Und ich habe noch eine Widerstandsfähigkeit. Aber wenn er auf den Kopf geht, dann sieht's gar nicht mal so gut aus. Oh, aber der Körper ist Gott sei Dank noch nicht so angeschlagen. Aber wenn das so weitergeht, schafft das noch. Oh, Körper ist auch schon orange, also. Langsam aber sicher sollte ich da vorsichtig sein. So, jetzt schnell aufs Bein. Jawohl, nochmal ein Figure 4. Das sieht doch schon besser aus. Komm schon, egal. Einfach nur lange drin halten. Jawohl. Jetzt muss ich nur noch den Sharpshooter auspacken. Dafür muss ich aber dummerweise auch nochmal einen Finisher kriegen. Und das könnte natürlich nochmal interessant werden. Yes! Schöner Konda. Ich finde es richtig schön, dass er blutet. Denn das passt nämlich wunderbar. Denn das war ein unfassbar dramatisches Finish, meine lieben Freunde. So schmerzverzerrt hat man
sie dann lange nicht mehr gesehen. So, jetzt packen wir einfach hier den Piledriver aus, dann den Sharpshooter und dann gewinne ich das Ding hier hoffentlich, was absolut episch wäre. Jawohl, das sieht gut aus. Bitte nicht kontern, bitte nicht kontern, bitte nicht kontern. Ja! Und jetzt schaut euch das an. Ich darf es auch gar nicht selbst machen, denn wie habe ich gesagt? Stone Cold wird niemals aufgeben. Der blutverschmierte Stone Cold Steve Austin. Aber, was ist los? Er wird nicht aufgeben, gerade eben im Deal haben wir schon gesehen. Und er gibt trotzdem nicht auf. Nein, Bret Hart hat den Griff weiterhin. Wahnsinn, schaut euch das an. Er gibt einfach nicht auf. Und was passiert? Das Blut läuft aus ihm heraus. Er gibt kein Wort mehr von sich. Er wird ohnmächtig. Und der Referee entscheidet. Sieger durch Submission, Bret the Hitman Hart. Intestinal fortitude like we just saw with Stone Cold Steve Austin. Listen to this chorus of boos directed at the Hitman. Bret the Hitman Hart has just defeated one of the gutsiest individuals ever. Unglaubliche Szenen. Dieser Stone Cold wollte einfach nicht aufgeben. Bret Hitman Hart war sauer, dass es nicht geschafft hat, Stone Cold zum Aufgeben zu zwingen. Den Sieg hat er zwar trotzdem davongetragen, dann hat er noch weiter auf ihn eingetreten, was ihm so einen kleinen Heat verschafft hat und somit der minimale Heel-Turn quasi geboren wurde. Aber unfassbar, Stone Cold war nicht klein zu kriegen. Und damit haben wir es tatsächlich geschafft. Die New Generation Era ist geschafft. Und jetzt kommt die Era, die wir schon in WrestleMania 13 so angepriesen haben, nämlich die Attitude Era. Wird dementsprechend natürlich auch kurz gehalten, nur 4 Matches, weil wir sie ja im letzten Game schon so intensiv hatten. Trotzdem freuen wir uns nochmal drauf, denn da sind auch einige Matches dabei, die wir nicht hatten im letzten Spiel, was Sinn macht. Und deswegen heißt es einschalten im nächsten Part von WWE 2K14.